Jawohl, Freunde, Demoglory. Mit Folge 51. Ich frage mich, ob ich nicht einfach mal, ne? Kann nicht jedes Mal mit Jawohl anfangen. Oh, warte, doch, kann ich schon. Ja, Relaxo steht als nächstes an. Ich hab's gesagt, Puckfl. Ui. Oh, oh. Relaxo, jetzt wird aber jemand sauer, ne? Relaxos Augen springen plötzlich auf. Es ist wach. Komm mal ran hier, Junge. Level 50, weiß ganz ehrlich, vielleicht. Weiß ich noch nicht. Ist unsicher. Ne? Ist unsicher. Wir können es immer probieren. Also, ich hatte es überlegt. Vielleicht, ne? Aber das müssen wir dann noch überlegen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, ich habe mir überlegt, vielleicht nehme ich Relaxo. Oh, ja. Ich kann nicht fliegen, das tut weh. Ich dachte, vielleicht nehme ich Relaxo. Und dann noch Suicune. Ich weiß es auch nicht. Ich muss einfach mal gucken. Gigastoß. Oh, das ist ja schade. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Fuck. Relaxo, tut mir leid. Das wollte ich doch nicht, mein liebes Relaxo. Das ist doch Bullshit jetzt. Junge, was ein... Komm schon. Wie kann denn Donner zweimal daneben gehen, bitte? Die Chance dafür ist 9% vielleicht, ja? Souveräner Schwachsinn, ey. So, das ging immer gut nach vorne. So weit will ich sehen, ja. So weit will ich sehen. Gut nach vorne muss das gehen. Überreste kann ich sonst nicht stecken. Überrest geschießt da. Ne? Sollte so ungefähr nichts abziehen. Oh, naja, doch einige. Okay. Walzer. Bist du weh? Geht aber noch. Ich probier's schon mal, glaube ich. Welcher war denn jetzt? Flott? Nee, Flott war für erste Runde oder so. Super. Super. Ja, Turbo ist ja auch Quatsch. Relaxo ist ja alles andere als schnell. Also ich meine, wenn nicht, dann nicht. Ich muss es nicht auf Teufel komm raus fangen. So ist es nicht. Speichern wir nochmal. Du blödes Scheißteil! Bullshit-Alarm! Bullshit-Alarm! Komm, das probieren wir nochmal. Sollte ein bisschen was übrig bleiben. Ganz klein. Nee. Ja, jetzt zu krippen. Relax, es tut mir leid. Im Endeffekt ist mir auch scheißegal. Weißt du, wer mich so verarscht, darauf lasse ich mich doch überhaupt nicht ein. Darauf lasse ich mich doch gar nicht ein. Dick das Höhle. Ist vielleicht nicht das Schlauste, jetzt Reitschuh vorne zu haben, das stimmt. Da ist plötzlich eine ganze Herde von Dick da aus dem Boden gesprungen, Mann. Das war vielleicht ein Schock. Ja, also ich sollte Reitschuh. Man sollte sich zweimal überlegen, ob man Reitschuh mit in der Diktahöhle nimmt. Ja, weißt du, im Prinzip ist ja egal. Wir können auch mal Garados gönnen. Das darf sich auch mal Garados gönnen. Und ab geht's. Wir wollen ja nur einmal durch, also... Wenn uns die Diktah nerven, ist halt so... Natürlich, wir wieder Kraxler. Ja, ja, komm. Verarscht kann sich selber. Diktri! Das ist ein easy water kill. Was sogar noch ein bisschen EP gibt. Ich sag mal, es ist 800 oder so. Schau mal. Naja, 600 dran. Ist okay. Besser als Dicta auf jeden Fall. So, das ist Kraxler. Das ist alles Kraxler. Ich kann mit Kraxler mega abräumen, wenn ich es hätte. Was ich hier leider nicht habe. Das ist gerade nicht so günstig. Wir sind auf Route 2. Und kommen jetzt. Wir sollten relativ nah an Alabastia dran sein, habe ich so das Gefühl. Wenn ich jetzt hier durchgehe, komme ich wo raus? Das war jetzt keine Antwort, aber naja.
Okay, dann komme ich direkt hier raus. Alles klar. Wenn ich hier drüben lang gehe. Gut, hier komme ich direkt auf die normale Route. Will ich das denn? Fragte sich Defogloni. Die Antwort war, mal gucken. Wir gehen erstmal hier rein. Leoi, bitte, bitte! Junge, was geht so? Du siehst das an, ich hatte so lange keinen Besuch mehr. Das macht mich überglücklich. Du siehst aus wie ein cleveres Kind. Hier ist es ein Geschenk für dich. Oh, money, 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 fuckers. Ja, ich meine, ich weiß, das ist ein Nugget. Was... Ich meine, ich krieg ein Nugget, was soll denn das sonst sein? Was ist denn die große Überraschung hier sonst, bitte? Ich schenke dir ein Nugget, es ist eigentlich Pikachu. Ja, das ist... Das ist der Bologna-Professor Eich erwartet in seinem Labor ein Alabaster auf dich. Ja, genau, er wollte, dass ich dir das hier gebe, wenn ich dich irgendwo begegne. Zauberasche. Es heilt meine Pokémon, wenn sie K.O. sind. Oh, nice. Das ist allerdings sehr geil, was denn hier... Ich glaube, mit dem Fahrrad irgendwas versuche anzuzielen, kannst vergessen. Elixier, okay. Gehen wir direkt mal nach Alabastia. Ja, nein. Ja, lang. Dann geh mal direkt mal nach Alabastia, wenn es sein muss. Und begegne den ganzen Level 2 Geschiss hier wieder. Sollten? Vatania. Ja, und auf dem Weg zurück sollte doch eigentlich... Dingens, ne? Da sollten wir irgendwo durch Gras kommen. Ah, hier ist schon wieder so ein... Ja, also mit diesen Gebäuden haben sie es, ne? Mit diesen Übergangsgebäude. Like, wow. Dann, oh! Jetzt habe ich aber Angst. Ich dachte, ich komme reibungslos runter. Ja, von wegen. Björn. Björn, du kleines Opferkind. Ja. Mit einem Eis-Pokémon. Wo ich erstmal, ja, du stehst halt erstmal da, ne? Wo du auch denkst, ja... Was soll das? Was passiert, wenn ich das Erdbeben einsetze? Ja, vergiss es. Ist egal. Es war doch irgendwas gestanden von wegen Konzentration auf Erdbeben oder so. Ich hab's nicht gelesen, aber... Na, ist ja auch egal. So, Electek. Danke fürs Vorbeischauen. Like Earthquake the motherfuckers. Ich frage mich, wie ein Trainer, der in Alabastia startet, wie der wird doch hier direkt platt gemacht. Kommt mit seinem Shigi Level 5 an und dann Level 43 Electek. Und ich auch denke, ja gut. Super, super. So, ja. Das ist dreimal Erdbeben. Nice. Aber Erdbeam hat halt auch fünf typmäßige Stärken, das muss man halt auch sehen. Was? Ja. Oh, 53, nice. Schon wieder verloren, ja. Wack bist. Ich dachte, der sagt jetzt, oh, hier, Trank für dich, ja, von wegen. Glaubst du ja wohl selber nicht, Loni. Ah, na klar. Ernsthaft? Ja. Also ernsthaft, nein, ich konnte ihn um Kurven. Das macht mich ein wenig... Oh, komm schon. Meine Güte. Dann gehe ich halt außen rum, ist doch nicht so schwer. Ich glaube, das Spiel möchte einfach nicht, dass ich... Fifien, ernsthaft? Okay, kein Problem. Fifien von mir aus? Oh, gerade noch entkommen. Boah, das war knapp. Merkst du? Verstehst du? Ich trainiere auch Pokémon. Sie dienen als meine Leibwächter. Falls mich so schmierige Typen wie du anquatschen. Okay. Oh, hallo. Mein kleiner Rot ist auf Reisen und meldet sich gar nicht mehr bei mir. Okay, wo er jetzt wohl ist und was er dort wohl so treibt. Wenn er sich nicht meldet, heißt er wohl, dass es ihm gut geht. Aber ich mache mir eben Sorgen um ihn. Ja. Hätten wir damals ein Pokémon Rot, aber haben wir nicht. Wir haben ein Pokémon Rot überhaupt nicht. Daheim angerufen. So. Lange nicht mehr benutzt worden. Das ist witzig, wir werden Rotia treffen. Eine Wii-Konsole, ja. Wir treffen Rotia. Später. Das wäre dann der große Mega-Finalkampf, glaube ich.
muss es werden. Was mich auf der anderen Seite, ja? Gibt es Leute, die ihr Kind aufgrund von Pokémon-Spielen, weil sie ihn in den 90er Jahren oder so, Rot genannt haben? Einfach weil sie es cool fanden? Also, dass Rot kein ordentlicher Name ist, ne? Klar, aber man weiß ja nie. Oder ob das so ein verbotener Name ist. Also, es gibt ja Namen in Deutschland, die kannst du deinem Kind nicht geben. Was ist, die Behörden sagen, nee, geht nicht. Ich weiß nicht. Hi, mein kleiner Bruder ist der Rinderleiter von Vertania City. Aber er verlässt die Stadt so oft, dass er Tränen damit das Leben schwer macht. Ach ja, hier. Der Typ ist jetzt gleich hier. Es ist nicht angeschlossen. An was? Ein Laptop funktioniert auch super, ohne ihn anzuschließen. Sah zumindest ja nach dem Laptop aus. Geh wieder aus dem Weg, Schnucki, was soll das? So, was hast du zu sagen? Das heißt, ein Johto gäbe es einen Ort, in dem man Leuten aus aller Herren Länder solche seine Pokémon tauschen kann. Ach so, ja, dieses. Ja, ich weiß schon. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich weiß, was er meint. Hallöchen, Opa. Oh, Tim und Cloni. Danke, dass du den weiten Weg bisher nach Kanto auf dich genommen hast. Na, was hältst du von den Trainern hier? Ziemlich stark, was? Na, wie ich sehe, kämpfst du dir nach und nach auch die Orden der Arenaleiter von Kanto. Das ist sicher kein leichtes Unterfangen, aber du sammelst aber bestimmt viele wertvolle Erfahrungen. Besuche mich wieder, wenn du dir hier auch alle Orden erkämpft hast. Oh. Ja, bis zum nächsten Mal halte ich nicht nur die Ohren steif, mein Freund. Ja. Ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich, ich muss mich erstmal setzen wie ein Pokerchip. Ich möchte mich dazu bitte nicht äußern. Ja. Freunde, ja, was ist denn jetzt? Was machen wir denn jetzt als nächstes? Was machen wir jetzt als nächstes? Was ist denn? Ich könnte hier einfach zurückfliegen, ne? Wie so ein Wichser. Sollte ich eigentlich, ja klar kann ich nach Vertania fliegen. Aber auf jeden Fall. Dann können wir direkt mal Garados eine lecker Heilung verpassen. So, was ist denn jetzt? Kann ich jetzt einfach frei Arena machen, welche ich will? Gut, die in Vertania wahrscheinlich nicht, weil Ding jetzt nicht da ist, so wie immer, aber ansonsten, also sollte jetzt eigentlich, ich sollte Rocco herausfordern können. In der Theorie, ich meine, ich kann nochmal hier reinschauen, warum auch immer ich ein Fahrrad nehme für 3 Meter. War gut. Was ist das? Willkommen im Trainerhaus der neuesten Attraktion. In diesem Ort können sich Trainer untereinander austauschen. Und eine Übungshalle für Kämpfe. Das klingt mega uninteressant. Aber immerhin haben sie es versucht. Ist ja auch was wert. So, wer ist hier zugange? Habi. Das Ding heißt Habitak. Was? Denkst du dir denn auch immer gute Spitznamen für deine Pokémon aus? Das Tauschen von Pokémon macht mehr Spaß, wenn alle interessante Spitznamen haben. Ja. Das sind Habi, ein Habitak und Fratzi, ein Radfratz. Ganz ehrlich, wenn ich Habitak wäre, ich wäre schon lange weggeflogen. Ich wäre schon lange ausgebüxt. Wenn mit sowas widerlichem gebe ich mich gar nicht ab. Ja, aber so ungefähr stimmt's ja schon. Also natürlich kann man sich drüber streiten, was jetzt ein guter Spitzname ist, wenn es denn sowas überhaupt gibt. Und, ja. Ich bin immer noch der Meinung, sowas wie gute Spitznamen existieren eigentlich überhaupt nicht, aber... Also jedem das Seine, sagt man so schön, und das stimmt ja auch irgendwo. Wenn ich jetzt hier lang gehe, ist dann schon Dingens Zeit? Kommt dann schon Dingens? Nee, kommt nicht. Komm direkt. Ich käme direkt durch. Zur Siegesstraße. Ja, käme ich tatsächlich. Will ich aber gar nicht. Ich will erst... Ja, ich weiß nicht, ich will schon erst Rocco machen. Von der Chronologie her, ne, wie man das kennt. Und natürlich kommen die scheiß Käfertypen wieder. Aber das kann man schneller machen. Das fällt mir auch gerade erst auf. Wir können ja einfach aus drum gehen. Das ist ja sehr nett. Machen wir auch gleich. Mit Fahrrad geht es ein bisschen schneller, aber da klar skippe ich diese ganzen Trainer. Die Späße da. Also, ich bin nicht bescheuert oder was. So weit brauche ich nicht in meinem Leben.
So ein Rotz. Was ist eigentlich hier hinten? Das ist eine sehr klare Antwort. Carbon. So. Hier geht's nicht weit. Sind wir eigentlich schon am Vatanerwald vorbei jetzt? Ich habe nie Ahnung. Ob der noch. Oder ob der noch kommt. Ich weiß es nicht. Ja, der war schon, genau. Den können wir einfach überspringen. Wahrscheinlich gäbe es auch irgendwas Tolles, aber. Weißt du? Kannst du auch übertreiben. Rocco, mein Freund. Rocco, 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 wo bist du? Da macht an, ganz viele Aprikokos, die mir total viel bringen. Einmal husten, was mir sehr viel bringt. Da drüben. Doch. Wie komme ich zur Arena? Komme ich hier durch? Nein. Soll ich da von oben hin? Was? Wieso? Hallo? Hallo? Ah, hier rum. Ein bisschen schön noch hergerichtet, ne? Stimmt, so kann man ja. Sag ich nichts gegen. Ist ja schön. Hey, du zukünftiger Champ. Heute scheint ja echt dein Tag zu sein, dass du vor aller Rennerleitung von Kanto zum Kampf herauszufordern. Sie sind starke Gegner und stehen ihren Kollegen aus Johto nichts nach. Das klingt fast so, als müsste das mein erster Gegner sein. Also hätte das meine erste Arena sein müssen, was ja gar nicht so sein kann. Zitat: Kämpfe können sehr lange dauern gegen Gesteins-Pokémon. Stimmt. Null, eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Danke. Ich finde es immer wieder so lustig. Das war einfach nur 11 Sekunden der Trauer. Also nicht für mich, aber für meine Feinde. Machen wir den nächsten auch noch, komm. Ich hau die alle weg. Ich denke bei allen. Mach ihn kaputt, Junge! Pass auf, ich bin ein harter Brocken. Brock! Bro, weißt du, im Englischen heißt der Arenaleiter nicht Rocco, sondern Brock. Deswegen, es ist einfach nur fucking witzig. Und. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das war sogar nur 10 Sekunden. Gonzalo. Ich meine, es sind ja auch ganz tolle EP, die wir bekommen. Das muss man auch so sehen. Total schön auch. Wow, mit Dr. Soto habe ich hier sehr selten zu tun. Mein Name ist Rocco, ich bin der Arenaleiter von Mamoru City. Im Fachgebiet sind Gestein-Pokémon. Vor ein paar halbherzigen Attacken lassen sich meine Pokémon ganz bestimmt nicht beeindrucken. Das juckt sie nicht im geringsten. Jetzt los, lass uns kämpfen. Mal schauen, ob sie sich was ausgedacht haben oder ob es wieder Geowatz und Onix gibt, gefühlt. Oh, 5 Pokémon. Okay, Kleinstein, Kleinstein, Georock, Geowatz, Onix. Ich bin sehr gespannt, ob ich richtig liege. Ich würde das gerne timen. Moment. Okay, also wir haben 14 und 19 und 57 Sekunden angefangen. 14, 19 und 57. Okay, ich ziehe es eiskalt durch. Amoroso. Oh fuck, wer ist Amoroso? Das ist natürlich jetzt krass beschissen, das gebe ich zu. Fuck. Okay, es wird doch kein schneller Kampf. Ich wusste leider aus dem Stegreif nicht, wer Amoroso ist. Ich dachte, probier's mal. Könnt ja, ne? Aber ich hab's vergessen. Ja, so. Durch Wasser und Gestein gleicht es sich aus. Was hätte ich denn gegen Wasser und Gestein? So beides. Pflanze. Ja, scheiße. Soll ich's durchziehen? Könnte ich eigentlich. Wasser und Gestein. Boden sagt dazu, ja, das sehe ich jetzt erst. Jong, das hätte viel schneller gehen können. Fuck. Tut mir sorry, war mein Fehler. Okay, das merke ich mir. Kabutops. Alter, ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Ich meine, ausnahmsweise weiß ich, wie Kabutops aussieht und was es ist, aber Typ keiner. Ich hätte nur Gestein, hätte ich gesagt. Nee, auch Gestein und Wasser, klar. Macht doch irgendwie Sinn, dass das zweite Fossil.
das ist nicht ganz abwegig. Oh, schade. Klappschubs, du bist wack. Klappschubs, du bist wack und das reicht dann auch schon. Denn bei Rocco sind alle Teammitglieder auf einem Niveau. Ach komm, wie konnte denn das nicht reichen? Ja, klar, komm. Jawohl, Rocco. Wir richtig gönnt oder was? Rocket, ey. Gleich noch hier, ne? Und dann ist durch. Und sterben. Ja, danke. Macht ihr mich eigentlich kaputt? Ich habe gerade überlegt, ist sehr effektiv, ne? Ja. Nicht nachgedacht. Na komm, dann macht Kikugi halt den Kill. Von mir aus. Ich will nicht sagen, der Kampf ist schwerer als gedacht, aber er ist anders als gedacht. Ich glaube, anders ist ein akkurates Wort. Er ist anders als wir. Ja. Wie gut ich das finden soll, andere Frage. Rihorn. Soll ich durchziehen? Wen könnte ich denn? Ich könnte eigentlich mit Lugia durchziehen. Also Psycho ist natürlich egal hier. Drauf. Rihorn ist so ein Pokémon, das schaue ich jetzt auch kurz nach, aber ich schätze Rihorn so ein, wie eigentlich bei allen. Was weiß ich, Stahl, Gestein, Boden und so weiter. Ich schätze sie alle so ein, dass sie verteidigungsmäßig geil sind, spezialverteidigungsmäßig scheiße. Und es stimmt auch. Das ist tatsächlich wahr. Rion hat Verteidigung, Spezialverteidigungsbasiswert von 30. Nur eine Frage ist denn. Ne, es ist spezial. Warum hat das nicht kaputt gemacht? Rion hat Spezialverteidigung Basis 30. 30? Was soll denn das? Und er kämpft. Ja, ich will ja auch gar nicht. Oder hier. Ja, komm. Verarsch mich doch. Ja, ja. Ich hätte direkt Psychokinese einsetzen sollen. Hätte ich vergessen. Aber das verstehe ich auch nicht. Warum ist nach einer Top-Genesung das Pokémon wird mehr geschwächt? Das verstehe ich nicht zum Beispiel. Also ich meine, senkt eine Top-Genesung deine Verteidigungswerte oder was? Das kann durchaus sein, dass wir nicht abschalten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Onix. Also im Endeffekt ist es ja scheißegal. Komm. Machen wir weiter. Und diesmal machen wir auch richtig weiter, das hier richtig ist. Ha, lass das kitzelt, was? Ich hab überhaupt nicht, das war ich nicht. Das war vielleicht Misty, aber ich weiß davon nichts. So, das waren jetzt. Ja, das ist auch so. Ohne ist auch so eine Brocken, möchte man sagen. Ich hab fast gedacht, dass Onix hier nicht tot geht. Hab mich auch gewundert. Also auf jeden Fall, Verteidigung 160, ne? Und das war's dann auch schon. Alles andere von Onix ist kompletter Schwachsinn. KP 35, Angriff 45, Spezialangriff 30, Spezialverteidigung 45. Ja, aber die Verteidigung von Onix, die knallt halt durch, ne? Das ist irgendwie so klar. Das ist sehr effektiv gegen Flug. Ich sollte mir 50 abziehen, okay. Oh komm! Lugia, bitte! Warum bist du eigentlich langsamer als Onix? Wie kann denn das sein? Dankeschön. Warum ist denn Lugia so langsam? Ja, übrigens danke für den Kampf, Rocco war nett. Das kann gar nicht sein. Lugias Basiswert ist 110. Und Onix ist 70 für Init. Ich glaube, die Attacke hat es einfach hergegeben, dass sie eine höhere, dass sie immer erst zuerst ausgeführt wird, wie Ruckzuck oder so. Weiß nicht. Unglaublich, die mächtigen Attacken deinen Pokémon haben meine Verteidigung durchbrochen. Nimm diesen Ort. Ja, sehr gerne. Das ist echt doch mal ein Kampf. Und zum Geschenk kriege ich noch Steinhagel. Toll. Naja, geht schon. Es ist halt so da. Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt groß sagen soll.
ist eine große weite Welt. Daraus gibt es doch bestimmt jede Menge andere starke Trainer wie dich. Ja, werde erstmal du besser, Junge. Und renn und nimm nicht das Fahrrad. So, Mutter. Jetzt krieg ich nicht. Ich hab meinen gelesen zu haben, ne? Außerdem. Das nervt. Geh weg. Ich meine gelesen zu haben, dass mir irgendwer jetzt irgendwas Schönes gibt dafür. Ja, ich war in der Arena, danke. Aber irgendein alter Mann sollte mir jetzt irgendwas geben, weil ich gewonnen habe. Oh, du bist einen ganz weiten Weg von Johto hergekommen. Als ich noch jung war, habe ich auch eine Trainingsreise nach Johto unternommen. Du erinnerst mich an mich selbst, junger Mann. Dieses Item habe ich damals in Johto gefunden. Es gehört dir. Ja. Warum denn auch nicht? Ja. Man muss sich ja einfach mal gönnen. Ja, was ist das denn? Wie kann man denn so ein Mega-Item einfach so finden? Also, fragwürdig. Aber naja. Nidoran, gib Pfötchen. Nidoran, beißt zurück. Akkurat, möchte ich sagen. Akkurat. So, will ich jetzt eigentlich direkt? Ich hätte eigentlich schon Bock direkt jetzt, ne? Übrigens sieht Pummeluff komisch aus. Diese Augen sind... Wow. Like, seriously. Pummeluff. Ja, nur mal aus Interesse jetzt, ne? Bam, bam, bam. Wo, in welche Stadt musste ich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin verdammt schlecht in sowas. Teak City, okay. Nick, der ist für dich. Wir müssen jetzt nach Teak City. Es tut mir leid. Das Witzige ist, das habe ich neulich durch Zufall erst wieder gesehen. Ich habe damals, ne, in Pokémon Gelb war das. Oder Kristall? Ich schaue jetzt mal nach. Also, Gen 1 oder Gen 2. Habe ich tatsächlich... Ist es schon mal vorgekommen? Und zwar Pokémon Kristall Folge 55 City mit großem Z. Das war eine Folge mit Nick. Da hat es angefangen damals. Die alte deutsche Kartoffel. Nick, du alte Kartoffel. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich meine, City, bist du eigentlich doof oder so? Nein, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Aber machen dürfen wir. Und wir... Ich kann nicht rüberfliegen, oder was? Ja, ich wollte auch nicht rüber. Das stimmt schon. Willst du mich verarschen oder so? Okay, dann fliegen wir hinter. Wo ist denn die Magnetschwebebahn oder die Magnetbahn? Der Magnetzug, ja. Und zwar... War das hier? Wo war das? In welcher Stadt war das? Lucatia City, okay. Machen wir das eben. Ich war mir echt ziemlich sicher, dass ich... Aber naja, scheinbar nicht. Nee. Okay. Wo ist denn Lucatia? Ich bin wieder doof. Safronia? Ach Quatsch, natürlich Safronia. Lucatia ist ja in Johto. Oh. Ich entsorge Wack MCs in der Plastikplan im Straßengraben, oder was? Das ist auch direkt... Ich... Ganz fragwürdig. Aber naja. So, können wir jetzt direkt los? Ist das? Oder... Nee, warte, das ist... Nee, das ist ein falsches Gebäude. Das ist doch hier... Na, wie heißt das? Das Gebäude heißt... Mir fällt der Name jetzt nicht ein, ne? Silphco. Die Silphco. Richtig. So, wir haben ein Ticket. Ratterratter, ching! Und Abgang. So. Dann lande ich in Lucatia und wo will ich dann hin? Wo ist der, wo ist hier? Teak City, genau. Oh! Uiuiui! Sehr, sehr nice. Sieht wirklich geil aus. Ich glaube schon damals haben sie es zumindest probiert, in Kristall den Zug irgendwie cool darzustellen. Ich glaube, sie haben es auch einigermaßen geschafft für die damaligen Verhältnisse. So, ich steuere übrigens gerade gar nichts, nur so. So. Lucatia City mit langgezogenem A. Lucatia
Keine Ahnung, warum ich das so sage. Dann geht's auch später wieder zurück. Kann ich jetzt? Okay, ich könnte auch zum Indigo-Plateau fliegen und dann rüber, so als Zwischenstation. Aber so haben wir mal den Magnetzug genommen. Das ist ja auch schön, ne? So. Wo ist denn jetzt? Hier, wusste ich. Genau. Muss ich auch mal selbst verarschen dürfen, glaube ich. Mach ich das in der Folge noch oder mach ich das nächste Mal? Könnte es eigentlich jetzt machen. Ist ja egal. Wir haben noch Zeit. Was ist die Musik schön? Weil die Nordnerkämpfe heißt noch nicht gleich, dass es dir auch gelingen wird, Ho-Oh zu rufen. Aber zumindest ist es Grund genug, dich durchzulassen. Mal schauen. Vielleicht funktioniert es ja jetzt, ne? Man weiß ja nie. Übrigens, dieser Pfad, ne, Freunde? Sieht sehr geil aus. Super geil. Okay, nein, Moment, wollte ich gar nicht. Warum habe ich gerade auf den Emulator geklickt? Das ist fragwürdig. Waren die nicht wilde Pokémon? Die Antwort ist, glaube ich, ja. Aber das ist doch... Du hast die Hälse gefunden. Bitte, du darfst weitergehen. Nein, ich darf nicht. Ich werde weitergehen. Um dürfen schere ich mich überhaupt nicht. Das ist mir einfach egal. Das U steht für uninteressant. Ernsthaft? Okay, wilde Pokémon. Aber ernsthaft? Es kommt ja auch noch ein Rätsel dazu, als müsste ich arbeiten für ein legendäres Pokémon. Das ist so dumm, sowas. Ich bin Loni und das eben war schon wieder irgendwie. Also. Wo will ich denn überhaupt hin? Ich will da. Noch da. Schön übrigens, wie Garados so gar nicht springt. Finde ich auch gut. Einfach mal gönnen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ah, da oben. Ich dachte schon, ich habe doch gerade was gesehen. Verarsch mich doch nicht. Oh, fuck. Ich meine, ernsthaft. Da ist ein Item, das ist ja ganz schön. Wo will ich überhaupt hin? Hallo? Ja. Oh, Alter, wirklich... Freunde, man kann es auch wirklich ein bisschen übertreiben, oder? Ein leckeres Sonnenbonbon. Ist ja leckerli, Freunde, ein leckerli. Dann geht's wieder runter. Alter, was ist denn das? Das Ding verwirrt mich. AP Plus, das ist schön. Gibt's mehr als einen Weg, oder nicht? Ich glaube nicht. Oh, das sieht sehr linear aus. Das sind zwar Wegverlängerungsspiralen, aber... Aber gar nichts. Fluchtseil. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Da, 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 da. So. Also Abgang. Oh, bin ich jetzt endlich da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Boah, das war eine Sackgasse. Das sind nur Sackgassen, die abfacken und früher oder später hier eh auf der Straße landen wie Radkappen. Abgesehen davon macht mich das Knarzen von diesem Ding etwas nervös. Aber ist ja egal. So, also wieder nach oben. Diesmal nehmen wir eine andere Abzweigung. Ui, haben wir einen leckeren eingefangen, oder was? Jawohl. So, hier will ich lang. Einmal können wir ja noch machen, ohne den Screen zu wechseln. Wissen wir ja. Zack, zack, zack. Also speichern. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir machen einfach das nächste Mal hier weiter, ne? Wenn ich schon speichern muss, dann so das nächste Mal. Also ich mache direkt weiter, aber ihr müsst bis morgen warten. Tim und Loni, alte Wichser. Freunde, danke fürs dabei sein und ich mache jetzt erstmal lecker Reset. Bis morgen.